Heute bei Thomas Gottschalk, Johnny Halliday, der französische Nationalheld in Sachen Rock'n'Roll. Er ist 51 und kein bisschen müde. Rebecca Howard, ein Fotomodell mit Zukunft. Sie hat das Look of the Year-Gesicht, frisch gekürt in London. Und Klaus Wildbolz, Deutschlands beliebtester TV-Hotelier. So charmant wie er lädt niemand ins Hotel Paradies ein. Und hier ist Thomas Gottschalk. Jetzt kommt ein Mann aus Frankreich. Er ist eine der großen Rocklegenden, was es in Europa ja selten gegeben hat. Die meisten kamen aus England. Der Peter Kraus war, glaube ich, weltweit kaum berühmt. Aber er hat es tatsächlich geschafft, in ganz Europa zum Star zu werden. Hier zeigen wir ihn kurz im Einsatz. Ah, das war noch in den 50ern. Schwarz-Weiß. Ja. 80 Millionen Platten verkauft. Hier ist Johnny Halliday. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal in Französisch. Heute europäischer Abend. England, Germany, France. Bonsoir, Monsieur. Kriegt ihr jetzt übersetzt? Guten Abend. Guten Abend. Siehst du? So geht's. Ja, Johnny Halliday, ich habe gerade gesagt, unsere Rock'n'Roller, die Deutschen, die haben in Europa eigentlich wenig ausrichten können. Johnny Halliday war der einzige Franzose, Sylvie Vartan natürlich ein bisschen, die in ganz Europa bekannt geworden ist. Also französischer Rock'n'Roll, ist das was anderes als amerikanischer oder englischer? Ja, wir haben den französischen Rock begonnen, weil es da große Bewunderer gab für die amerikanischen Sänger. Und ich hatte dann Lust, nach all den Jahren Schauspielerei, Shows, da wollte ich ein bisschen außergewöhnliche Dinge machen. Ich wollte also auch in andere Länder gehen als Frankreich. Und ich habe dann beschlossen, auch Englisch zu singen. Und es war dann leichter für Leute im Ausland, mich zu verstehen. Es war also besser, wenn ich Englisch sang statt Französisch. Die Franzosen sind ja immer sehr national eingestellt. Sie mögen es, wenn ihre Stars Französisch singen. Eine neue LP, Rough Town, ist ganz Englisch. Gab es da keinen Ärger zu Hause? Chez moi, non? Nein, nein, bei uns eigentlich nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe in Französisch in Frankreich begonnen mit einem englischen Schauspiel. Und das war dann sozusagen ein Sprungbrett. Das Programm hieß La Cigale. Und als ich dann mit diesem Programm begonnen habe, ausschließlich auf Englisch, da habe ich mich dann gefragt, wie das französische Publikum hier reagieren würde. 2 Stunden lang Johnny Halliday nur auf Englisch. Und ich war dann sehr erstaunt. Ich habe zum ersten Mal in Frankreich, in meinem Land, Leute gehört, die nachsangen, mich nachsangen auf Englisch. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, aber es hat mich wirklich sehr gefreut. Wir werden natürlich auch Johnny Halliday hat ein bisschen in Deutsch hören. Er startet gerade in Deutschland eine Tournee, dazu aber nachher mehr. Kurze Unterbrechung. Un petit interruption. The Look of the Year, die Stimme des Jahrzehnts, Johnny Halliday. Johnny, ja, du gehst gerade auf Kur, auf Tour. Auf Tour, das ist ja schön, hä? Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Sag mal, du gehst gerade auf Tour und viele ausländische Künstler lernen ja ein paar Sätze Deutsch und sagen dann Guten Abend, Offenbach oder Hallo Frankfurt. Hast du schon 2, 3 deutsche Sätze gelernt?
Ja, also für den Moment. Aber ich möchte noch eines dazu sagen. Ich möchte eines sagen, ich habe meinen Militärdienst in Deutschland abgeleistet. Wieder Elvis. Ja, aber später. In Offenburg, in der Nähe von Baden-Baden. Und ich habe ein paar Worte gelernt. Bitte, bitte. Also jetzt werde ich noch einiges weitere lernen. Ich möchte doch dem deutschen Publikum etwas sagen können in zwei Tagen. Aber zunächst kann ich mal nicht so viel sagen. Ich kann Folgendes sagen. Komm schlafen mit mir. Ich liebe dich. Andersrum. Erst ich liebe dich, dann komm schlafen mit mir. Die Franzosen legen es ein bisschen anders an, aber wir machen das in der deutschen Ordnung. Aber ich werde doch was Anständiges auch noch lernen. Aber er hat einen guten Akzent. Also wir machen jetzt eine kleine Deutschstunde. Wenn du so, die erste Konzert ist in München am Samstag, dann kommt Frankfurt, dann kommt Düsseldorf, dann sagst du einfach, ich bin der französische Reinhard Fendrich, zum Beispiel. Das ist schwierig. Sag einfach, gestern war ich bei Gottschalk, heute bin ich hier. Bonsoir. Ach, vergiss. Sag einfach, je suis Johnny Hallyday. Voilà. Die Franzosen, ja. Ich m'appelle Johnny Hallyday, c'est tout. Ja, so heiße ich nochmal. Eben, das reicht. Selber, das reicht. Wer ist dein großer, also er ist ein Rock'n'Roller. Was ist deine Lieblingsband? Was ist dein Lieblingsstar in Sachen Rock'n'Roll? Sag bloß nicht DJ Bobo oder Dr. Alban oder so. Oh, no. Ja. No, I like all sorts of music. Mir gefallen alle möglichen Arten von Musik. Das kommt wirklich darauf an, in welcher Stimmung man ist. Aha. Manchmal höre ich mir sogar klassische Musik an. Ja. Hängt wirklich davon ab, in welcher Stimmung man ist. Ja, voilà. Ha? Christoph Pauli, heute in der Stimmung? Lovely. Lovely. Johnny, du kommst mir heute ein bisschen heiser vor. Bist du immer so rau oder ist das... Ja, es ist normal. Ich bin gestern aufgetreten. Das ist ziemlich spät geworden. Aber morgen werde ich voll in Form sein. Ja, morgen schlägt er zu. Er ist ja immer ein großer Fan der Mädels gewesen. Ich meine, die Mädchen werden ja immer größer, immer schlanker. Du hast ja schon seit 20 Jahren Erfahrung. Hat sich das Frauenbild sehr geändert? Na, so viel Erfahrung habe ich ja nicht. Die Frauen werden aber immer schöner. Ja? Das wollte ich wissen. Ja, es reicht, sie anzuschauen. Allerdings. Look of the year. Aber so viel gibt es da auch nicht. Wie viele haben denn da teilgenommen an dieser Wahl? In England warst du? There was about 4,000. Ungefähr 4.000 haben sie beworben. Sie haben also Fotos geschickt. Und dann wurden 12 in die Finalrunde mit reingenommen. Also ich bin eigentlich aus Wales. Ich habe erstmal den Wettbewerb in Wales gewonnen und dann bin ich in den britischen Wettbewerb reingekommen. So ist das gegangen. Glückwunsch. Also es gab viele Leute, die da mitgemacht haben. Wir behalten dich im Auge. Johnny, natürlich freuen sich deine Fans jetzt in Deutschland auf dich. Und das neue Album, ich habe ein paar Sachen daraus gehört, ist toll. Es gibt auch in der Werbung dieses Wahnsinnskonzert. Wo war denn das? Guck mal, es sind sogar ein paar Fans von dir hier mit T-Shirt einmarschiert hier. Voila! Ja? Yeah. Johnny? Ja? Yeah. Und die Mädels? Johnny und der Wolf? Guck mal, alles da. Voila. Wo war dieses große Konzert? In Paris? Au Parc des Princes? Parc des Princes? Im Parc des Princes. Oh, mein Lieber, also da hast du mal gesehen, 50.000 haben ihm zugejubelt. Heute Millionen bei Late Night, herzlichen Dank. Thank you very much, my dear. Bonsoir, monsieur, merci beaucoup. A bientôt. Thank you, dankeschön. A bientôt. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Salut. Bye-bye, dankeschön. Danke.